Und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft-Folge von Beyond. So, wir sind hier gerade mal in der Dimensionswelt. Beziehungsweise Mining World, glaube ich sogar. Unser System arbeitet. Ich habe hier noch ein bisschen was umgebaut. Habe hier noch ein paar Fässer dran gemacht. Musste hier sogar in dieses Cobblestone-Fass einen Diamant-Upgrade reinmachen. Weil alles blockiert war. Die Kiste war voll mit Cobblestone. Ja, der hat ungefähr, wenn wir hier mal auf die Minimap gucken, warte, auf die hier, hat er ungefähr die Hälfte gejunkt, gedingst. Ja, ist ganz gut. Wir haben ordentlich Ressourcen gefarmt, hier 9 Stacks Marble. Dann nehmen wir mal, ups, mal ein bisschen was mit. Und dann, ach so, wir können ja viel schneller hin und her reisen. Dann machen wir nämlich hier slash FTB home. So, lädt ein bisschen. Das erste Mal, dass ich gerade seit Connect hier travel. Gut, dann gehen wir mal eine Runde ratzen. Marble brauchen wir gleich noch. Weil ich habe da in der Zwischenzeit schon ein bisschen was gebaut, ja. Hier hat sich noch nicht viel getan. Es gibt irgendwo da hinten, warte mal, das kann ich euch noch sagen. Ich weiß aber nicht wo. Ah, doch hier. Shadow TS hat es nämlich markiert. Hier unten verläuft schon eine Bahnstrecke. Und die ist zufällig genau an meinem Bahnhof. Das passt also. Und die verläuft von Shadow TS zu Chuck die Pflanze. Das haben die einfach so gebaut und zufälligerweise ist es genau da, wo ich meinen Bahnhof hinhaben möchte. Ah, da ist eine Kuh. Okay. So, und wir gehen jetzt mal Spawn. Da habe ich ja zuletzt gebaut. Habe das auch noch ein bisschen erweitert. Hier stehen noch ein Haufen Sachen rum. Alles drin? Ja. So, das ist nämlich unser Bahnhof aktuell. So sieht er aus. Hab hier schon mal angelegt, wo die nächsten Gleise sein sollen. Aber das meiste habe ich eigentlich schon im Untergrund gebaut. So, nämlich hier. Ich habe hier schon die einzelnen Fahrstrecken angelegt und auch schon den Tunnel. Da fehlen natürlich noch Lampen. Und der geht schon eine ganze Strecke hier. Ja, das ist der Weg, der dann zu Mephisto, Mavier und Nymph führen wird. Jeder kriegt ein Gleis. Und dann geht's zu denen. Solltet ihr jetzt sehr visiert in Railcraft sein, dann wäre es interessant, wenn ihr mich einfach mal anschreibt. Und dann könnten wir mal gucken, ob ihr vielleicht hier einen Gastauftritt kriegt. Ja, ob wir euch einladen. Weil wir würden natürlich die Strecken gern richtig fett anlegen. Nicht einfach nur so Pillepalle. Ich habe jetzt mal drei, also für jeden Abschnitt. Ne, für jeden Endbahnhof ein Ding angelegt. Aber vielleicht kann man das ja auch noch anders lösen. So, und deshalb, ja, nein, nicht deshalb, sondern jetzt kümmern wir uns mal kurz um den Spawn generell. Weil der muss auch mal hier ausgebaut werden. So, Shadow TS ist auch da. So, jetzt habe ich wieder den Block verloren. Hier, das ist der offizielle Spawn-Block. 2, 4, 5, ist es richtig? Ja. Na, Fehler gemacht. Bis hier geht's. So, Excavator.
Gut, jetzt machen wir hier mal einen Kreis draus. Zumindest halbwegs. Eins mehr. Oder wir machen einen länglichen Platz. Ist vielleicht auch sowieso sinnvoller. Aber hier machen wir trotzdem. So. Hier noch eins mehr. So. Gut. Den werden wir jetzt kurz ausbauen hier. Na ja. So. Und dann gehen wir einfach mal ein ganzes Stück in die Richtung. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier noch alles hinbauen. Wahrscheinlich schon sowas wie Essen. Ja, dass hier einfach ein bisschen noch was mehr entstehen kann. Muss ich gerade mal gucken. Noch eins zurück und dann fünf. Zwei, drei, vier, fünf. Noch eins. Gut, das war's. Gut, und das ist auch der Grund, weshalb hier so viele Kisten stehen, weil ich immer Zeug habe, was ich irgendwie abladen muss. Das ist alles ohne Gras. So. Ich habe hier natürlich einen Haufen Zeug mit drin. Das brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Hauen wir mal da rein. So. So sieht es okay aus. Zumindest ein bisschen Ordnung hier. Ups. So, ich habe hier natürlich wieder kein keine Toolstation stehen. Deshalb hoffe ich mal, dass das hier reicht. Mein Excavator. Dass er nicht vorher zu Bruch geht. So, mag ich das ganze Zeug hier aufsammeln. Aber nee, der reicht ja locker. Ich habe gedacht, der geht viel früher kaputt. So, wenn ihr das Video seht, bin ich auch übrigens gerade auf dem Weg in den Urlaub. Da werde ich mit Sicherheit auch wieder ein bisschen was aufnehmen. Winter natürlich, wo werde ich sein? Dreimal dürft ihr raten, ihr schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. ist ja bei mir eigentlich nicht so schwer zu erraten, wer mich schon ein bisschen verfolgt. So, die Erde nehme ich gerade mal hier raus und hau die hier ins Fass. So. Gut. Damit hätten wir hier einen Schritt gemacht. Muss hier noch ein bisschen angleichen, finde ich. Na, wo ist die Schaufel? Ja. Nein, das. Weil ich glaube, es wäre relativ hässlich, wenn jetzt das sofort hier nur in die Stufen übergeht. Also machen wir davor noch einen kleinen Platz.
3. Und was wir hier alles an Obst und Gemüse kriegen, ist ja interessant. Radieschen. Tomate. Und was haben wir hier? Blackberry. Gut. Okay. Dann nehmen wir mal Diorit. Und den können wir hoffentlich zu so Paneelen schüsseln. Big Tile Panel. Ich möchte hier alles relativ clean halten. Deshalb mache ich alles in weiß oder annähernd weiß. Das ging aber schnell. Warum hat er das nicht so schnell hingebaut? So, Bilderswand zur Hand und zack, zack, zack. Aber ich glaube, dann mache ich das hier noch ein bisschen anders. Ich glaube, dann machen wir das so. Sieht es noch ein bisschen mehr wie Vorplatz aus. Ja, da passt dann noch schön ein Bäumchen hin. Wie, kein Diorit mehr? Gibt's ja nicht. Diorit. Marble, Marble, Marble. Marble, Diorit. Ich muss die Kisten ein bisschen aussortieren, ja? Sonst habe ich am Ende 10.000 verschiedenen gechiselten Zeug hier. Und habe alles über. Diorit, 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 Diorit. So, das können wir jetzt alles mal in die richtige Form bringen. Dann sollten wir genug Platz haben, Blöcke haben für den Platz hier. Panel polished. Was wir hier natürlich noch machen müssen, ist die ganze Lampengeschichte. Frag ich gerade mal Shadow. Kannst du mal die schwarzen Deco-Craft Lampen für mich machen? So, 20 Stück. Stück für den Spawn. So, gucken wir mal. Ach so, jetzt dachte ich schon, wir hätten kein Diorit mehr. Das wäre krass gewesen. So. Ja, so weit erstmal. Die Straßenlaternen, die ich in Grau und du in Schwarz habe, hast. So, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen, ich bin gerade am Überlegen, Bäume. Welche Bäume pflanzt man denn hier an? Hier ist alles so Sprucewood-lastig. Haben wir hier ein paar Setzlinge drin? Hier, Spruce haben wir natürlich einen Haufen. Aber Spruce würde ich eigentlich ungern hier anbauen. Ich gehe gerade mal nach Hause und guck mal, was ich da habe. Up, home.
Lilith. Ich habe Lilith. Ich weiß, die sind bei mir alle hier sehr unproduktiv angebaut, bis auf die zwei hier. Aber ich habe halt keinen anderen, sonst keinen Endstone. Jetzt muss ich gerade mal gucken, in welcher Kiste ich die Setzlinge drin habe. Hier haben wir Birch. Oak wäre auch okay. Was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge angehen werden, ist in diese Geschichte mit dem Wireless Charger. Den will ich haben. Und dann werden wir uns einfach bei Mephisto an seiner Maschine bedienen. Spruce, Birch. Oak haben wir gar keine. Wir haben keine Oak Saplings. Ist ja krass. So. Ich könnte ja auch einfach mal. Ich könnte ja mal zu Shadow TS gehen und mir die Bahn zeigen lassen, die er da gebaut hat. Oder die Eisfeier, glaube ich, gebaut hat. Achso, ich wollte darüber und ein paar Oak-Setzlinge holen. Bim, bim. Och, das ist auch schon eine ganze. Komme gleich zum Spawn. Ja, dass der hier jetzt wirklich alles an Holz rausgezogen hat, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich dachte, der nimmt jetzt bloß einen Teil davon. Aber ist ja gigantisch. Hat er jetzt hier mal kurz alles abgebaut, abgeholzt. 4 Stacks fast. Holla die Waldfee. So, ich wollte ein paar Setzlinge. Aber ich glaube, Moment, haben wir Eis? Können wir das? Schade. Ich habe gedacht, vielleicht können wir uns eine Eisenschere machen, eine Bronzeschere machen. So, ich gehe mal zum Spawn. Denn hier müssen wir wieder wegmachen. Aber da machen wir vielleicht einfach ein so rein. Es sieht doof aus. Ah, Shadow TS ist da. So, das da und dann warte mal, wir machen so ein Polish-Dirt rein. Das sieht wahrscheinlich minimal anders aus. Ne, nicht mal. Da liegen sie. Jawohl. Danke. So, damit können wir nämlich hier dann ausleuchten. Ups. Hol gerade mal hier ein paar Fackeln ab. Ja, den wollte ich mir gleich auch noch anschauen. Oder in der nächsten Folge. Ich pflanze jetzt hier auf jeden Fall mal. Ich mache wieder meine beliebten Birchwood hier hin. Ich mag die einfach. Die sehen einfach cool aus. Wenn ich das noch eins weiter hinter setze, wenn ich hier einen dazu mache, habe ich zwei. Ne, das reicht auch nicht. Also dann lassen wir sie da. So, eins, zwei, eins, zwei, jetzt wie viel haben wir zwischendrin? 3, 2, 4, 6, 7. 7 ist gut. Na, Shadow TS und tschüss. 2, 4, 6, 7.
2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. So. Gut, Monster spawnen können hier ja sowieso nicht. Weil ich habe ja Mega-Torches hier verbaut. Das sind ja die Magnum-Torch, die ihr vielleicht sonst kennt. Heißen hier einfach Mega-Torch. Und die verhindern den Mob-Spawn im Umkreis. Und ja, das soll es dann auch von der heutigen Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo oder irgendwas da. Wenn nicht, könnt ihr natürlich auch gerne ein Dislike da lassen. Dann schreibt aber bitte dazu, weshalb. Also ich habe in der letzten Zeit schon ein paar Dislikes gesehen. Ich frage mich dann immer, ja, wieso? Was hat denn den Leuten nicht gefallen? Also wenn ihr ein Dislike da lasst, dann schreibt bitte auch mal in die Kommentare, warum. Ja, ich möchte mich ja verbessern. Ich möchte ja nicht einfach das so hinnehmen. Gut, das war's jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.